Besondere an meinem Blog, beziehungsweise der Grund, wieso er so gut ankommt bei den Menschen, ist, glaube ich, meine natürliche und fröhliche Art. Ich versuche mich einfach immer so zu zeigen, wie ich gerade bin und gute Laune zu versprühen. Klappt nicht immer, aber meistens. Und ja, ich zeige mich halt einfach wirklich so, wie ich bin, und ich glaube, das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Klar zeige ich mich aufgestylt, aber ich habe jetzt auch kein Problem, mich ungeschminkt zu zeigen oder mal verschwitzt nach dem Sport. Und ja, die Leute wollen halt einfach inspiriert werden und motiviert werden, und das versuche ich halt einfach umzusetzen. Ja, ich glaube auch, dass mein Blog so gut ankommt, weil ich alltagstaugliche Dinge zeige, sei es jetzt Outfits oder Rezepte, die man ganz einfach auch im eigenen Alltag umsetzen kann. Ja. Also ich habe vor circa 6 Jahren angefangen zu bloggen, und ich muss sagen, es hat eigentlich alles aus Langeweile begonnen. Ich habe davor 6, 7 Jahre in einem Verein trainiert und sehr viel Sport gemacht und habe dann damals aufgehört und hatte dann irgendwie sehr viel Zeit und habe dann irgendwie neben meinem Studium angefangen, einfach mal diesen Blog zu schreiben. Am Anfang war es so ein bisschen nebenbei, ich habe halt meine ganzen Reisen niedergeschrieben und ein paar Rezepte geteilt. Ja, nach und nach sind dann immer mehr Themen dazugekommen, ich habe mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, neue Dinge ausprobiert, und ja, der Blog hat sich dann ganz gut entwickelt, der ist größer und größer geworden, und seit 2,5 Jahren mache ich das jetzt hauptberuflich. Und ich muss sagen, für mich ist das immer noch nicht so ganz real, dass ich jetzt so mein Hobby zum Beruf gemacht habe und eigentlich von dem leben kann, was ich wirklich gern mache. Und ja, das finde ich sehr cool. Ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer jetzt zu sagen, was so das Schönste ist am Bloggen, weil es so viele Dinge gibt, die eigentlich wirklich toll sind an diesem Hobby bzw. diesem Beruf. Und zwar ist es einerseits die Kreativität, also ich kann sehr kreativ sein, selber entscheiden, was ich poste, wie ich die Sachen umsetze. Ich kann immer wieder neue Dinge ausprobieren und finde es halt dann auch noch cool, wenn es auch noch gut bei den Lesern ankommt. Ja, was halt auch super ist, dass ich mein eigener Chef bin, es schreibt mir halt niemand irgendwas vor, ich kann selber entscheiden, was ich mache und wie ich es mache, was natürlich auch in einer gewissen Weise Disziplin benötigt. Aber ich muss sagen, es klappt eigentlich ganz gut. Und was natürlich auch super am Bloggen ist, dass es ein sehr vielseitiger Beruf ist. Also es ist kein Tag wie der andere. Also es passieren immer neue Sachen, es ist immer sehr abwechslungsreich und irgendwie kommt nie Langeweile auf. Also einmal, es gibt halt Tage, da sitze ich nur vom Computer, und dann gibt es wieder Tage, wo ich auf Events bin oder verreise oder Shootings habe. Also es ist wirklich sehr spannend und schön, dass halt immer wieder was Neues passiert. Also ich muss sagen, es ist unheimlich schwer, den einen schönsten Moment in meiner Bloggerkarriere zu benennen, weil es einfach viele schöne Momente bisher gab, an die ich mich gerne zurückerinnere. Einerseits ist es cool, dass man so viele neue und interessante Menschen kennenlernt und auch sehr viele neue Freundschaften schließt. Das war für mich oder ist für mich immer ganz besonders. Aber auch die ganzen Reisen, die ich dank dem Blog machen darf, sind für mich besonders. Ich habe die letzten Jahre so viel von der Welt gesehen, bin sehr viel herumgereist. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, in Südafrika bei der Rettung von einem Leoparden dabei. Vor kurzem war ich surfen auf Mauritius, ich war in den Bergen. Also es sind schon so ein paar Dinge dabei, an die ich mich unheimlich gern zurückerinnere und die mir auch immer wieder so ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja. Mein persönlicher Coke-Moment war bestimmt der Halbmarathon, den ich, glaube ich, vor 1,5 Jahren gemeinsam mit Coca-Cola und deren Get Active-Kampagne gelaufen bin. Ich muss sagen, das war irgendwie für mich so ein ganz besonderer Moment, vor allem dann im Ziel anzukommen, zwar mit Knieschmerzen, aber ich habe es geschafft. Aber es war wirklich ganz besonders, weil ich schon sehr, sehr lange den Wunsch hatte, einen Halbmarathon zu laufen. Also ich bin sehr aktiv, gehe viel laufen, mache sehr viel Sport und wollte das einfach immer mal schon wissen, wie sich das anfühlt. Und habe dann gemeinsam mit Coca-Cola 3 Monate, glaube ich, daraufhin trainiert. Ich muss sagen, das war ein schöner Moment, im Ziel anzukommen und endlich das erreicht zu haben, was man schon so lange machen will. Ja, und ich glaube, das ist so mein persönlicher Coke-Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere.